Hey, hallo! Das dauert immer so lange mit dem Eintippen, weil ich nicht sehen kann wegen der Brille. Na, was machst du am Wochenende? Serien gucken. Welche? The Wire. Lost in the Wire. Nee, Lost überhaupt nicht. Warum nicht Lost? Ist schlecht geworden. Guckst du Entourage? Halt. Ganz ehrlich, ich guck gar nichts. Außer The Backpack Show. So, gucken wir doch mal, ob der Urge da ist. Wir rufen jetzt mal an. Handy ist schon mal an. Ja? Schönen guten Tag, hier ist Lars Unlimited. Hey Lars, alles gut bei dir? Ja, kennst du mich noch? Ja, yeah, was machst du? Geht's dir gut, Mann? Alles gut, Alter. Yeah, du bist live in der Backpack Show. Hast du noch deinen Rucksack? Normal, Alter. Geil, Alter. Ich hab mir extra einen neuen geholt, muss ich ehrlich sagen. Aber pass mal auf, ich sitze hier gerade mit Knauf und wir drehen ein bisschen durch auf alte Klassiker, die wir früher mal gepumpt haben. 99er Shit. Kennst du noch Kreuzfeld und Jakob? Mann, normal, Alter. Kreuzfeld und Jakob, normal. Was hast du da? Stell dir mal vor. Ey, das ist die erste Maxi von denen gewesen. Partner Teil 1 und 2, ne? Alles vorbei, Klassiker, Alter. Überkrass, Knauf mal nochmal an. Viele Rapper pissen im Sitz, alle machen nur Dreck. Ey, check, Flipstar und freu dich auf den Flashback. Zuerst nehme ich mal dein Cashback. Ich brauch keine Wetsch, 13 Websites. Ich rap falsch, du bist ja echt fett sein. Ich sorge dafür, dass du tagsüber im Bett bleibst. Denn wir sind echt sein. Ich bin Zeit und muss in echt sein. Ich weiß, dass der Crack wegsteigt, als wenn es unfassbares Ding, Alter. Überkrass, auch der Lackmann früher immer, wie er gefreestylt hat. Ich hab vorhin schon erzählt, dass er auch... Der ja immer noch gefreestylt, Alter, und einfach immer noch unschlagbar ist. Was macht denn der eigentlich? Hast du noch Kontakt zu dem? Lackmann, wie immer, Alter, der rappt, der hat mittlerweile Kind, Frau, dies, das, aber er ist einfach ein Rapper durch und durch, bis auf die Knochen. Genauso wie Flipstar, Alter. Das sind immer noch sehr geschätzte Größen im Pop und die spielen auch immer noch eigentlich jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende ein Konzert irgendwo in Deutschland. Krass, Mann, Alter. Aber das ist ja obergeil. Da spielen die dann auch die alten Songs, oder was? Ja, Mann, normal. Die haben ja nur die alten. Krass, Mann, Alter. Überkrass. Was geht bei dir? Was immer noch über krass ist und ja, Mann, das Übliche. Was bei mir geht? Was geht bei dir? Mann, das Übliche, ey. Mucke, dies, das, du weißt, Alter. Sehr gut, sehr gut. Du bist also sehr beschäftigt, ja? Auf jeden Fall. Cool, Alter. Wir machen hier einfach ein bisschen diesen Backpack-Film, versuchen mal Hip-Hop wieder ein bisschen geil zu machen. Und sag mal, kommst du eigentlich auf der Olli Banjo-Tour vorbei? Mann, ich komme auf der Last-Tour dabei, wo Olli Banjo als Support mit dabei ist. Ach, stimmt, Alter. Ich verwechsel das immer, Alter. Ich bin immer noch 2008. Ja, aber nee, auf jeden Fall, Alter. Erstmal will ich mir dein Album geben. Geil, Alter. Und dann will ich mir auf jeden Fall noch eine Show mit neuen Songs angucken, Alter. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Ich wünsche dir alles Gute, Leben. Hammer, Alter. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch alles Gute. Wir sprechen eh und hoffentlich sehen wir uns auch bald mal wieder bei Mono in der Booth, Alter. Hoffentlich, Alter. Ich habe letztens noch mit dem telefoniert. Ich bin demnächst sowieso da wegen einem geheimen Projekt, okay, in das ich dich einweihen werde. Okay, ja, ich habe schon länger nicht mehr mit Mono gesprochen. Ich habe ein bisschen Beef mit dem. Ja, alles gut. Moin, Ro. Der hat auf jeden Fall 5 Überbomben auf meinem Album produziert. Auf jeden Fall viel besser als Knauf. Frag Urge mal, wann eigentlich mal was auf meine Beat kommt. Ach so, wann machst du denn mal was auf dem Tief im Westen Beat von Knauf? Ja, Mann, ich hab den immer noch da, aber irgendwie, Mann, seitdem ich gehört habe, dass Knauf ausschließlich Hamburg Rap so um 99 gepumpt hat und den Rohpop außen vor gelassen hat, seitdem finde ich den Beat nicht mehr gut. Ja, das geht mir auch so. Ich hatte jetzt bei dem Album halt einfach keine andere Option mehr. Ja, Hammer, Alter. Hat mich voll gefreut, dass ich dich überhaupt noch erreicht habe. Ey, ich würde sagen, mach dir noch einen schönen Abend. Was machst du noch? Mann, rumgammeln, Fernsehen gucken, irgendwann ein bisschen schreiben und dann pennen, Alter. Du kennst das. Yeah, ich kenn das zu Genüge. Killer, Alter. Killer. Pass auf, dann lass es dir gut gehen und wir sprechen, ja? Du auch, Killer. Alright. Peace. Ciao.
Guys. Ach, der Rex ist ein voll sympathischer Dude. Ganz ehrlich, da können sich viele mal eine Scheibe von abschneiden. Genauso wie von meinem Rap-Wissen sich viele Leute eine Scheibe von abschneiden können. Lars, kannst du die Kreuzfeld-Jakob mal zurück tun ins Regal? Kreuzfeld und Jakob, Peace an Lackmann, Clipstar, Übersick. Stell mal hier mal wieder hin. Aber lass ihn nicht fallen, du weißt eBay. Hast du schon wieder Internet? Wir sind gerade bei Facebook. Pass mal auf, bevor du jetzt wieder anfängst mit deiner Facebook-Scheiße. Nein, er ist wirklich bei Facebook. Geh raus! Ich hab so eine Liesel geaddet. Kennst du die? Lass Liesel da raus. Nein! Was willst du? Lass mich. Meine Damen und Herren, will hier eigentlich heute noch einer zum Rap-Konzert? Ich bin nach der letzten Show auf der Straße angesprochen worden und dachte, ich zieh mir heute mal was an. Was sonst nur bei mir im Schrank hängt, weil es mir zu wertvoll ist, um es anzuziehen. Diese Jogginghose. Was hast du? Da hat irgend so ein Rapper drauf gekrakelt. Wow, ziehen Sie sich das rein, meine Damen und Herren. Das ist ein wahres Backpacker-Tag. Sabas. So. Ich brauche meinen Klappstuhl. Ja, hol mal einen Klappstuhl. Wir machen heute eine kleine Änderung. David, komm mal hier hin. Ich werde dir das auch mitteilen. Und zwar, ich habe das nämlich letzte Woche nochmal analysiert, ja. Ihr habt ja mitgekriegt, er hat schon irgendwie bei den ersten beiden Fragen sich irgendwie drum rumgemogelt. Deswegen ist mir die Idee gekommen, die ersten beiden Fragen scheinen ein Problem zu sein. Wir schneiden sie einfach weg. Wir machen jetzt nur noch drei Fragen, ja. Drei Fragen und es möge der Beste gewinnen. David, hast du dich diesmal vorbereitet? Nein, David, die Sätze. Ja. So, Knopf, hast du dir denn was Schönes ausgedacht? So, ich habe mir mal wieder extrem miese Fragen ausgedacht für das Rap-Quiz. Und zwar gehen wir wieder in mein heißgeliebtes New York. David, pack bitte die Kollega-CD weg. Das Thema ist nicht mehr. Kann ich mir die Hände waschen? So. Und zwar geht es um das Thema Beef. Oha. Ihr kennt alle bestimmt LL Cool J. Er hatte mit mehreren Leuten Beef. Unter anderem auch mit dem Rapper Cool Moody. Und... Du kennst gar nicht Cool Moody, ne? Ist genau wie letzte Woche. Ich liebe das Rap. Okay, hier. Philipp. Es gibt einen berühmten Track von LL Cool J, der heute auch immer noch gerne in Hamburger Clubs gespielt wird, weil sie in Hamburger Clubs ja sowieso nur Backpack-Musik spielen. Gott sei Dank. Und ich möchte gerne wissen, wie dieser Track heißt. Heißt der A? Wie heißt der berühmte Track von LL Cool J aus dem Jahre 1991, habe ich vergessen, in dem er Cool Moody disst? Heißt er A. Papa said fuck him up. Heißt er B. Mama said knock you out. Oder heißt er C. My brother said, keep it real. Ich war eher. Das war meiner. Das war B. Nein. B. Nein. Du weißt es gar nicht. Du hast geraten. Also war er nicht eher. Wieso? Guck mal, es war noch meiner. Sag erst mal, B. Mama said, knock you out. Also ihr wart beide gleichzeitig. Jetzt müssen wir jetzt wieder eine andere Frage nehmen. Okay. Mist. Ihr kennt alle die Gruppe Run DMC. Ja. Und Run DMC war die erste Musikband, die einen Sponsoring-Deal mit einer Sportfirma bekommen hat, namens Adidas. Wie hießen die berühmten Adidas-Schuhe, die Run DMC damals gerne getragen hat? Wie hießen sie? A. Adidas Air, B. Adidas Superstar oder C. Adidas Campus? Ich war eher. Warst du nicht. B. Was sagst du? B. Superstars. Was sind das eigentlich für Fragen, Knauf? Ich bin enttäuscht. Letzte Woche war echt schon ziemlich anspruchsvoll. Diese Woche ist das Niveau im Keller. Okay, wir machen jetzt eine Entscheidungsfrage. Es ist knapp, diese Woche.